Wo gibt es die größten Sparmöglichkeiten? Das ist sicher in der Betriebsphase eines Gebäudes. Rund 60% der Energie über die ganze Lebensdauer eines Gebäudes fallen im Betrieb an und nur 20% im Bau. Jetzt allgemein, wo soll man ansetzen? Ein vielversprechender Punkt ist sicher die Bildung, die Weiterbildung, die Ausbildung der Fachleute. Dann Technik, Wissenschaft. Ich denke, dort haben wir sehr viele Möglichkeiten. Der Markt ist sehr dynamisch, es läuft dort viel und vor allem haben wir dort keine politischen Streitereien. Wir sind an der Swissbau, Januar 2014. Sind Sie zufrieden mit der Baubranche hinsichtlich der Energiesparen? Ja, wir sehen hier an der Swissbau sehr, sehr viele neue Lösungen. Da ist alles unterwegs. Gerade in der Bau, in der Haustechnik kann man hier viele neue Produkte anschauen. Und auch im Aus- und Weiterbildungsbereich werden hier neue Lösungen, neue Lehrgänge präsentiert. Ich denke, wir können zufrieden sein. Die Baubranche ist unterwegs.